Ahoi, liebe Leute! Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der rostige Rentner. Und ich zeige euch heute ein Let's Play von Buried Beneath. Gibt es als kostenlose Demo. Download-Link schreibe ich bei in die Videobeschreibung. Und ihr wundert euch, wer ich bin und wieso und weshalb. Und erkläre ich euch alles während dem Game. Lasst uns erstmal das Spiel sehen. Magic. Was ich vorher noch sagen wollte, wir spielen gleich mal Demo, mal Tutorial. Verzeiht mir bitte, wenn das alles nicht so flüssig ist und nicht so qualitativ hochwertig wie bei anderen Let's Playern, wie zum Beispiel Kronk oder so, wo ich auch schön grüßen möchte. Kronk. Pandoria, seine Liebste. Alles gut im neuen Eigenheim. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal. Ich spiele es auf dem Laptop und ich habe absolut kein Equipment und ich spiele es einfach nur. Erkläre ich euch gleich. Weil es mir langweilig ist und. Warte, ich spiele mit kleinen Apps. Und ich es noch bei keinem anderen gesehen habe. Wie zum Beispiel Pader, Buga oder The Lord of the Evil Schauerland, die ich auch schön grüßen möchte. Weil die sind ja prädestiniert für Horror, Indie-Games und so und Emos. Und ich liebe ja Pader-Games abgöttisch, weil keiner spielt besser wie er. Und keiner spielt Indie-Games besser wie er. Und es soll nur ein Anreiz sein für die Leute, dass ich runterzuladen wollte, in qualitativ besserer Qualität zu spielen. Wie gesagt, ich bin der rostige Rentner. Wahrscheinlich kommt da noch mehr von mir. Du weißt nicht. Je nachdem, wie ich Lust und Laune habe. Und was ich mich freue würde, wenn wenigstens einen Kommentar ich bekommen würde, wäre ein Display. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf das Spiel. Wie gesagt, Download-Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Und grafisch muss ich sagen, sieht schon sehr nice aus. Nice ist, glaube ich, eines der beliebtesten Worte bei YouTubern. Nice und Federates! Warum auch immer. Open Close, ich kann jetzt öffnen. Ein Mantron. Nicht. Stühle. Magic. Oh, what? Was steht da? This may be useful. Jo. Vielen Dank. This may be useful. Ein Taschenlampe. Ah, Licht. Und es werde Licht. Open close. Das da. Zettel, kann man hier lesen. Kann ich nichts mitmachen? Kann ich was mit Stühle machen? Oh, ich kann Stuhl umschmeißen. Ja. Yeah. Naja, gucken wir uns mal weiter um hier, ne? Muss auch irgendwas passieren. Aber grafisch genial. Und man kann es auf jeden Fall mit VR spielen. Und dann denke ich mal, macht das Ding auch einen Schuh. Sagt, glaube ich, auch jeder Let's Player. Dann wird daraus ein Schuh. Hör zu. Was war denn das? Ah, soundmäßig. Also, was ich auf jeden Fall verstehen kann, sind die ganzen Let's Player, die
sich dann immer erschrecken und sagen, ach, spiel mir selber. Und vor allem muss man das mit Kopfhörer spielen. Aber ich habe keinen Kopfhörer, bin ein armer Sau, nicht. Ich bin dann ein Rentner. Ich schon follow the trail. Was ich noch sagen wollte, entschuldigt mein Englisch. Ich kann nur Schulenglisch und ich bin ein alter Sack. Aber ich denke mal, man soll hier der Route für Folge. Ist ja nur eine Demo. Aber ich muss sagen, fettes Lob an die Entwickler. Mega. Grafisch Hammer. Finde ich. Und ich liebe ja Horror. Horror und Essen, das ist meine Passion. Und? Jo, na herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh. Turn up your volume. Oh. Aber ich würde sagen, wir probieren es gleich nochmal. Aber ich muss sagen, fett. Gefällt mir voll. Wahnsinn. Auf dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall noch ein paar Grüße loswerden. Wie gesagt, Kong, Pandoria, Schauerland, Lord of Evil, Ruger, Lia, Vicky, Pader, Tobinator, Herr Currywurst. Das sind so meine Favorites, die ich liebe und eigentlich auch nur schaue. Weil groß alle anderen mache, eigentlich keinen Sinn und. Ich möchte mal Grüße loswerden. Und an alle Käsekuchen in Farbe. Aber jetzt konzentrieren wir uns wieder auf das Spiel. Ja. Vielleicht finde ich ein paar Sponsoren, die mir einen richtigen Rechner sponsern. Man weiß ja nicht. Mittlerweile ist es 1.50 Uhr. Ich muss nachher einkaufen gehen. Thank you.